Dann herzlich willkommen, Annette, herzlich willkommen, unsere TeilnehmerInnen heute Abend zu dieser dritten Session im WMOOC 2021. Also für alle, die Annette noch nicht kennen, sie ist Expertin, kann man glaube ich schon sagen, zum Thema Visualisieren von Wissen, Strukturieren von Wissen und damit auch effektivem Weitergeben von Wissen. Und ich habe nochmal auf deiner Website gespiegelt, Annette. Ich meine, wir kennen uns ja schon lange, aber ich habe trotzdem nochmal geguckt, so bei deinem Profil auf der Webseite. Und da schreibst du was, das fand ich total schön, auch vom sprachlichen Bild her. Und da merkt man einfach, dass du wirklich in dieser Visualisierung drin steckst. Du schreibst, dich fasziniert, wie Wissen auf vielfältige Weise auf den Tisch kommt. Warum wollen wir die eine geistige Mahlzeit essen? Um die andere machen wir aber einen großen Bogen. Warum enttäuscht uns das eine Menü und schmeckt das andere so gut? Was hält die Erinnerung an ein besonderes Essen wach? Und das finde ich ein tolles Bild. Und heute beleuchtest du einen Aspekt für Visualisierung, nämlich bezogen auf Projekte und mit der Methode der Journey. Aber da sage ich jetzt gar nicht mehr, da weißt du viel, viel mehr. Und deshalb übergebe ich jetzt auch gleich an dich, liebe Annette. Gut, ich auf dem Traktor hat es schon angedeutet, es geht um Reisen, um sich vorwärts bewegen. Und in aller Regel wage ich die Hypothese, wenn man sich vorwärts bewegt, lernt man etwas. Und das Wissen kann wertvoll sein. Also das Thema ist eine Project Journey Map. Journey Mapping, da komme ich nachher drauf zu sprechen, ist schon eine Disziplin in User Experience Design, die es schon lange gibt. Project Journey Mapping ist eine Idee von mir. Nehmen wir an, wir haben ein Projekt, groß oder klein, erfolgreich absolviert. Das Ziel ist nah. Nehmen wir an, wir haben dann das Projektziel erreicht. Wir sind jetzt hier oben auf dem von der Ferne sichtbaren Gipfel, als ich gesagt habe, das Ziel ist nah. Was ja eine schöne Sache ist. Doch meiner Meinung nach kann man noch mehr erreichen als nur in Anführungsstrichen das Ziel erreichen. Man kann das im Laufe des Projektes hinzugewonnene Wissen ernten. Und wir lernen ja in Beziehungen, also nicht zu unterschätzen, also auch Beziehungen haben ihren Wert. Welche wurden geknüpft, welche wurden verbessert? Da geht noch was. Da geht noch was, was uns neben dem erreichten Projektziel erfolgreicher machen kann. Und bevor ich dann die Methode vorstelle, also einerseits Journey Mapping, andererseits Project Journey Mapping, möchte ich Sie euch fragen, wie ernten Sie Wissen aus Projekten? Weil ich bin nicht die Erste, die jetzt danach fragt, sondern ganz gewiss, machen Sie das schon, dass Sie nach Projekten auch schauen, was können wir sonst noch mitnehmen aus dem Projekt, Lessons learned vielleicht und nicht nur das Projektziel feiern. Und da möchte ich einfach die Runde eröffnen. Wer von Ihnen da Erfahrungen hat und die mit uns teilen möchte, bitte einfach gleich Mikrofon anmachen und die Erfahrungen mit uns teilen. Der Klassiker, der bei uns stattfindet, sind eben diese Lessons learned aus den Projekten. Allerdings mit dem Problem, dass zwar die Themen alle besprochen werden, soweit so gut, allerdings das wirkliche Lernen in dem zukünftigen Projekt dann nicht stattfindet. Das heißt, es wird zwar erfasst in den Lessons learned, aber dann nicht angewendet im nächsten Projekt. Und das ist so die Problemstellung des Ganzen. Ja, genau. Und jetzt darf ich neugierig, also danke, darf ich, meine Neugier ist gleich angeregt, darf ich fragen, wie ziehen Sie die Lessons learned? Also welche Methode oder welches Herangehen, Besprechung oder unterwegs aufschreiben? Es wird sich vor allem dann nach dem Projekt zusammengesetzt und dann werden positive und negative Aspekte zusammengetragen in Meetingform und das Ganze zunächst erstmal erfasst und auch besprochen und auch die Möglichkeiten besprochen, wo denn Verbesserungen stattfinden können und was in ähnlicher Form wiederholt wird. Wobei die Anwendung dann auf nächste Projekte natürlich schwierig ist, weil es immer neue Rahmenbedingungen gibt. Ja, genau. Danke. Ansonsten würde ich weitermachen und Johannes, ich würde auf das aufgreifen, was ja erschwert wird durch die Unterschiedlichkeit der Projekte, gern
zum Schluss in der Interaktion nochmal zu sprechen kommen. Also ich würde jetzt vorstellen, welchen Weg ich vorstellen kann oder welchen Weg ich entwickelt habe und welchen Weg ich jetzt vorstelle. Den meiner Meinung nach geleiteten und einfachen Weg. Und danach habe ich eine kleine Interaktion Rose, Thorn und Bud vorbereitet, wo wir dann gemeinsam nochmal diese Methode reflektieren können. Und bei der Gelegenheit, beziehungsweise auch schon davor, gehe ich aber auch nochmal auf das Aufgreifen ein. Genau. Welchen geleiteten Weg Projekt Wissen zu ernten habe ich entwickelt? Dazu muss ich noch sagen, dass das einen Anlass hatte. Der Anlass war die Beschäftigung mit dem Thema, wie kann man stilles Wissen aus Projekten gewinnen und wie kann man zur Selbststärkung von Projektteilnehmenden beitragen. Dazu hatte ich schon viele visuelle Methoden, wollte aber mehr noch bringen, geben, ermöglichen. Und dann habe ich darüber nachgedacht, wie kann ich das schaffen? Und die Idee war, visuelles Denken, also ein Canvas, ein Template mit Journey Mapping zu verbinden. Was meine ich mit visuellem Denken und was meine ich mit einem Template? Ihr kennt sicher, das ist das, glaube ich, bekannteste Canvas- oder Template-Format, den Business Model Canvas von zwei Schweizern, wo man mit Hilfe dieses Formulars, so kann man es sagen, Geschäftsmodelle entwickeln, Geschäftsmodelle überprüfen kann. Das heißt, die beiden haben ein Formular oder Canvas oder Template entwickelt mit verschiedenen Rubriken, die wichtig sind für Geschäftsmodelle. Und sie haben einen ganzen Prozess rundherum auch entwickelt. Also das ist frei verfügbar. Sie posten auch immer viele Tipps und Tricks. Und entweder schaut man sich sein neues Geschäftsmodell mal an, wägt verschiedene Varianten mit verschiedenen dieser Formulare miteinander ab oder man ändert was. Also da gibt es viele Darreichungsformen. Wichtig ist, es ist ein Formular mit Feldern, die man ausfüllen kann und man kann das reinschreiben, man kann Post-its machen, hier auf einem Whiteboard was hinterlegen mit Kommentaren noch dazu, was dann Template und visuelles Denken ist. Und die Idee war, das mit Journey Mapping, mit dem Mappen einer Reise zu verbinden. In diesem Fall mit einer Reise durchs Projekt. Was ist Journey Mapping? Da schauen wir erstmal noch näher hin. Ich bin ein Wissenslandkarten-Fan, weil ich einfach fasziniert davon bin, was in unterschiedlichen Wissenslandkartenarten sichtbar gemacht werden kann. Das ist das eine. Und das andere ist, dass ich ein Fan bin, weil man so viele Infoebenen hinterlegen kann. Was meine ich damit? Also hier besprechenswert ist das die Zahl der Kommentare. Dann mal vorher noch einen Schritt zuvor, die Post-its gelb und lila signalisieren sicher unterschiedliche Inhaltekategorien. Dann kann man auch Finanzen hinzutun. Gut, wie schlecht, wenn das jetzt mal eine Hypothese ist mit dem Rot und Grün. Also da geht ganz viel. Und ich glaube, das ist so alles Gute zusammentun oder meine Hoffnung ist alles Gute zusammentun und es hat sich auch schon bewährt. Dieses Formular, das visuelle Denken, die Reise, viele Infoebenen, viele positive Überraschungen. Gut, aber jetzt nochmal zum Journey Mapping. Es gibt einen Beitrag im WMOG Lexikon und da ist auch der Link hier auf diese Map drin, die ein einführendes Beispiel in Journey Mapping sein soll. Das heißt, ihr könnt die euch nochmal in Ruhe anschauen, sie können sie sich nochmal in Ruhe anschauen. Und es gibt auch einen Blogpost dazu, wo nochmal gewisse Details besprochen werden. Doch was ist Kundenreise? Hier werden Schuhe verkauft und eine Reise einer Kundin, eines Kunden zum Schuh mit gewissen Hürden und mit einem gewissen Ende wird hier quasi auf der X-Achse, also in Leserichtung, wie im Diagramm auf der X-Achse dargestellt. Es sind verschiedene Etappen. Da ist erstmal Werbung, spielt eine Rolle. Also es ist ein Online-Kauf und dann kommen Kaufprozess und Probleme und Herausforderungen. Und diese Reise wird mit Betrachtenswertem gemappt. Das heißt, man hat ein Ziel, vielleicht hier
die Effizienz anschauen, wie viel sind beteiligt, wie zufrieden war die Kundin, der Kunde. Man kann höchst unterschiedliche Ziele haben. Und hier wird dann immer quasi in den Spalten passend zu dem Schritt, also in dem Fall Werbung, werden diese Aspekte gemappt. Ich hatte schon gesagt, passend zum Ziel und passend zum Schritt. Hier zum Beispiel Kontaktpunkte mit dem Produkt, mit der Firma. Hier welche Abteilungen sind involviert. Hier sieht man, da war ganz schön viel Involvierung. Vielleicht erkennt man, wenn man die Map macht, dass da Handlungsbedarf ist, damit die Personalressourcen nicht so benötigt werden. Man sieht die Dauer und man sieht, war die Kundin oder der Kunde zufrieden. Also so ein Moodboard, so ein Stimmungsbild, gute Stimmung, schlechte Stimmung. Und dann wurden noch Daten erhoben. Vielleicht wird damit schon deutlich, wie viel Verschiedenes da eigentlich noch getrackt werden kann. Also ich finde es immer fantastisch, mir Customer Journey Maps anzuschauen, weil man auch viel über visuelle Codierung in Wissenslandkarten lernt. Das ist noch ein bisschen harmlos, aber man kann ja in den Kreisen auch Buchstaben noch kodieren, die nochmal verschiedene Aspekte, was ich erwähnt hatte, die Infoebenen zeigen. Soweit, so gut erstmal zu Journey Mapping als solchen. Da wird natürlich Wissen externalisiert, von dem man vorher noch nichts wusste. Aber noch mehr in die vielleicht noch implizitere Schiene, also impliziteres Wissen gewinnen, geht dieser Artikel zu Service Design. Da ging es darum, es kommen neue Mitarbeitende. Es gibt einen Onboarding-Prozess. Wie gut funktioniert er und wie zufrieden sind diejenigen, die gekommen sind und was könnte man noch lernen? Und die haben das so gemacht, dass sie über das erste halbe Jahr, das wird auch super detailliert beschrieben, Interviews geführt haben. Grün war, was gut lief, rot war, was nicht gut lief und blau war, was könnte verbessert werden, verändert werden. Und daraus haben sie dann die Map gemacht. Also das ist, wie ihr hier oben schon seht, die Reise, wie sie stattfinden sollte. Das ist das Gute, Ambivalente, Schlechte, was passierte. Und das sind Erkenntnisse und hilfreiche Ideen für die Verbesserung. Das ist eine Universitätsbibliothek in den USA. Die haben, wie gesagt, ziemlich viel daran gearbeitet. Das Toolkit, wie man diesen Prozess machen kann, ist zum Download. Und es lohnt sich allemal, auch wenn Sie ihr denkt, ich bin nicht so fit in Englisch, sich den Artikel anzuschauen, sorry. Und nochmal durchzuschauen, weil das ist nicht die einzige Map, sondern Sie haben sie immer wieder zu dem Interviewzeitpunkt gemacht und haben dann noch Synthese-Maps entwickelt und auch noch die Stimmung zusammengetragen über längere Zeiträume. Also es ist ein super Forschungsartikel, der, glaube ich, noch stärker zeigt, wie stilles Wissen geerntet werden kann. Und das war auch so mein Wissensstand, bevor ich dran gegangen bin, etwas zu tun. Das hier war sicherlich ein Triggerpunkt für meine Idee. Dann möchte ich kurz noch eine Entwicklung von mir erwähnen, weil die vielleicht auch interessant ist. Und dann kommen wir schon zur Project Journey. Für einen Tag der Lehre von der FH Joanneum in Graz habe ich dieses Journey Mapping Prinzip zur Selbstreflexion von Lehrenden genutzt. Also ich habe eine Lehrveranstaltung, was hat die für Ziele, was habe ich für Ziele und was möchte ich erreichen? Also hier, dass ich meine Instruktionsqualität verbessere und wie erreiche ich das? Das habe ich entwickelt, ein ganz normales Excel-Sheet, wo man mit der Hand oder kurz mit Farbe oder ähnlichem protokolliert am Ende einer Lehrveranstaltung, bevor man es wieder vergisst und wo man dann ähnlich dem Journey-Mapping für sich selbst Erkenntnisse zieht. Und wie immer, was sind die Etappen? Wie immer beim Journey Mapping gilt, was sind die Etappen? Das gibt es mal vor, auch Ziele, dann Beobachtungen und dann Reflexion. Und damit kommen wir schon zu My Project Journey Map und zu Our Project Journey Map. Ich zeige es erstmal im Überblick, sage ein bisschen was zur Methode und dann schauen wir im Detail hin. Also auch hier, was ich eben gesagt hatte, Projektablauf, Ergebnisse, Reflexion. Zwei Varianten,
Mai, also für mich als Annette Hexelschneider, die am Projekt XY teilgenommen hat, und Auer entweder für ein Teilprojekt oder fürs gesamte Projekt. Und die unterscheiden sich ein bisschen. Da komme ich gleich drauf zu sprechen. Denn warum habe ich diese Varianten? Gehe ich nochmal zurück. Zuerst hatte ich die My Project Journey Map entwickelt, nämlich die Idee Selbststärkung, Projekt, implizites Wissen erkennen. Dann habe ich aber einen Auftrag bekommen, wo das wichtig war, aber mehr gefordert war, nämlich in Teilprojekten dann den Schritt von hier nach hier zu tun. Also habe ich Our Project Journey Map entwickelt und man kann sie flexibel verwenden. Sei es euch interessiert das, aber ihr denkt, ich schaue mir das mal in Ruhe an, dann könntet ihr das für euch selbst machen für eines eurer nächsten Projekte. Wenn ich euch mehr interessieren kann und ihr vielleicht ein bisschen mehr ausprobieren könnt, dann könntet ihr sagen, erstmal die für mich und dann die für ein Teilprojekt, das war's. Oder für mich, für ein Teilprojekt, dann fürs gesamte Projekt. Oder für mich und gleich fürs gesamte Projekt oder fürs gesamte Projekt. Also ich glaube, da ist, was die Anwendung angeht, Vielfalt möglich und gleichzeitig Skalierung möglich. Jetzt schauen wir da rein. Natürlich lässt sich das auch absolut adaptieren. Und ich vergesse, die Gabriele hatte den Link zu dem Lexikon-Eintrag gepostet in den Chat und da sind auch die Templates. Die habe ich so angelegt, dass man sie auf A3 ausdrucken kann. Aber man kann die auch interpretieren in Excel oder was verändern. Alles ist möglich. Ich stelle sie beide einzeln vor und dann komme ich auf den Praxisfall zu sprechen, der Lockdown erprobt ist. So war es nicht geplant, aber es hat auch im Lockdown funktioniert. Also zuerst hatte ich gesagt, bietet sich an zu schauen, was lief da, also was war der Zeitstrahl, was waren Projektphasen, Meilensteine und wir sind bei My Project Journey Map, was habe ich in diesem Projekt getan? Also oder was waren die Aufgaben erstmal, genau. Dann, was haben wir alles so an Wissen gewonnen neben dem Projektziel. Sei es, wir haben Materialien erstellt, die man wieder verwenden könnte, Abläufe entwickelt. Sei es, wir haben gelernt, mit bestimmten schwierigen Stakeholderinnen, großes I, in der Firma umzugehen. Also eher vielleicht implizites Wissen. Was habe ich beigetragen? Was waren meine Beiträge? Dann, wie ging es mir stimmungstechnisch in dem Ganzen? Wen habe ich kennengelernt? Was habe ich verbessert? Mit wem komme ich jetzt besser aus? Mit wem komme ich im schlimmsten Fall jetzt schlechter aus? Und was weiß ich, was kann ich? Also der Ablauf, die Ergebnisse und die Reflexion. Alles frei adaptierbar, wenn ihr denkt, ah ja, da fällt mir sofort was ein, da würde ich das und das noch machen. Jetzt stellt sich vielleicht gleich die Frage, mache ich das immer mal wieder, mache ich es zum Ende? Das bleibt euch auch überlassen. In dem Praxisfall, von dem ich nachher noch mehr berichte, war es kurz vor Ende des Projektes, dass das gemacht wurde. Was ich schon sagen würde, wenn es dann weitergeht nach My Project Journey Map, ist meine Haltung, hier ist jeder frei. Ich bin vermutlich selbst in der guten Kultur ehrlicher, wenn ich die für mich mache und die niemand sieht. Und in einer Lala-Kultur, wo man das hier gerade noch machen könnte, ist ja kulturabhängig, ist es allemal besser, das nicht zu zeigen. Aber vielleicht zensiert man sich doch, ich weiß es nicht. Vielleicht bin ich da einfach ein bisschen durch schwierige Arbeitserfahrungen gebrannt. Also ich würde das nicht von jemandem fordern. War auch in dem Projekt nicht der Fall. Wohl aber, wenn das ein Vorgehen ist, was gemeinsam so angeregt wurde, also wenn man diesen Ast folgt, dann würde ich schon sagen, und man hat auch Zeit bekommen, dann würde ich schon sagen, ist eures, macht's, dass es euch was bringt. Bringt aber bitte die wesentlichen Erkenntnisse, sei es als Extrazettel, dass ihr es nicht vergesst oder ihr schaut immer mal rein, zu dem Schritt mit, wo wir was zusammentragen. Also geleitet ist dieser Prozess durch diese Streifen, auch durch das Ziel, warum tue ich das, was man bei My Project Journey Map und bei Our Project Journey Map wählen sollte, für den Fall, dass es viel ist, was da passiert ist, dass man fokussiert. Es ist einfach und es ist flexibel und skalierbar. Also sei es skalierbar in Bezug auf die Nutzung
oder wie viel ich da jetzt eintrage. Was ist jetzt der Unterschied? Da kommen wir auch gleich zu euren Erwähnen oder beziehungsweise was der Johannes erwähnt hat, Lessons learned und Schlussfolgerungen und auch was noch externalisiert werden sollte. Und dann würde ich das in einem Praxisfall jetzt gerade schildern, weil das war es. Also das war ein sehr großes Forschungsprojekt, ein gefördertes, also ein bundesdeutsches großes Forschungsprojekt. Es gab 20 Teilprojekte. Und es war klar, nach den Projekten werden nicht alle Beteiligten ihre Position behalten, also oder überhaupt ihren Arbeitsplatz behalten. Die Projektleiterin ist ein sehr wertschätzender Mensch und hat eben diese Selbststärkung erstmal gewollt, dass alle und ganz besonders diejenigen, die dann auf Jobsuche gehen, wissen, was sie wert sind durch dieses Projekt, was wirklich sehr wichtig war. Und das war das erste Ziel. Und das hauptsmarte Ziel war, dass das in den Teilprojekten erworbene Wissen verstetigt werden sollte in der Organisation. Weil ja nach so einem Förderprojekt löst sich alles auf. Wer führt's weiter, wenn nicht mehr alle dabei sind? Und wir sind diesen Weg gegangen. Also My Project Journeys Maps jede für sich und dann die Teilprojekte. Und dann haben wir eine Maßnahmentabelle entwickelt, was wie weitergegeben werden sollte. Es war so, es gab einen Auftakt-Workshop zuerst mal mit den Teilprojektleiterinnen und am nächsten Morgen dann mit allen Beteiligten in Deutschland. Bereits auf der Fahrt dachte ich, oh, hoffentlich sind die Grenzen noch offen, wenn ich wieder zurückkomme. Das war im Frühjahr 2020. Ich war Gott froh, dass wir dieses Präsenzmeeting hatten, weil ich einfach da alle gesehen habe und man kommt anders zusammen, weil danach war Schluss. Und alle sollten die My Project Journey Map ausfüllen und die Our Project Journey Map. Was noch ganz interessant war, hier habe ich so Tipps gegeben. Also wie kann man sich viele Dinge in Erinnerung rufen? Also man hat ja einen Projektplan, man hat Unterlagen. Aber ich habe auch gesagt, das war ja noch nicht Lockdown-Zeiten, in die Räume gehen oder die Partnerin, den Partner fragen, worüber habe ich gejauchzt voller Freude und wovon habe ich dir ständig die Ohren voll geheult? Wir haben auch mit Bildmetaphern gearbeitet. Also so nochmal überlegen, wie komme ich zu den Infos und zu dem Wissen und zu dem Zugang war ganz gut. Genau, und dann sollten die Teilprojekte das in eine Teilprojektmap hineingeben. Und wir haben da ganz konservativ Zeit geplant, weil ja auch die ganzen Arbeitsvorgänge sich geändert haben. Aber überraschenderweise waren alle so motiviert, dass also in 0, nichts und durchaus wirklich gründlich diese Our Project Journey Maps entstanden waren, die sie dann quasi schon virtuell in den Teilprojekten gemacht haben. Und dann haben wir uns im Gesamtprojekt einen Vormittag getroffen und haben in logischen Teilprojektbündeln Präsentationen gehabt, also wo einfach das gezeigt wurde. Und wo wir dann geschlussfolgert haben, was muss noch externalisiert werden, wer sollte was kriegen, was ist welche Priorität, sollen die, die es bekommen, es nur wissen oder sollen die es auch anwenden können. Und was mir besonders ans Herz ging, war die vielen Arten des Ausgefülltseins. Also jemand, ein Teilprojekt, hatte ja eine Wahnsinns im positiven Sinne Sketchnote hineingemacht. Also da war noch so super viele Details, auch farblich kodiert in allen Elementen. Und wie gesagt, wir haben dann hinterher, also wir haben immer parallel an der Maßnahme eine Maßnahmentabelle gefüllt. Also jemand hat das präsentiert aus dem Teilprojekt und jemand hat die Maßnahmentabelle ad hoc gefüllt, hinterher nachgefüllt. Und dann hatte ich basierend auf dem weiterzugebenden Wissen noch einen Mini-Workshop gemacht mit nützlichen Methoden. Genau. Fasse ich das nochmal zusammen und dann bin ich für alle Fragen offen. Was ich aber glaube nochmal, um auf Johannes anzuschließen, Wissen in Handeln überführen ist sicherlich ein Motivationsgrund, auch beim nächsten Mal diese Map zu nutzen. Und vielleicht ist es eben zu differenzieren, vielleicht sind es Methoden, die man verteilt und vielleicht sind es sehr projektimmanente Dinge.
Gut, ja, das war's. Jetzt werden eure Fragen gefragt und dann würde ich euch einfach einladen in Whiteboard, um gemeinsam noch zu evaluieren, weiterzudenken, nachzudenken. Sonst breche ich vielleicht doch mal das Eis mit meinen Fragen und ihr könnt euch dann gerne anschließen. Ich glaube, die erste Frage von mir, die hast du dann im weiteren Verlaufe durchaus beantwortet, aber ich bin mir nicht ganz sicher. Bei der Our Project Map, ist das im Prinzip eine Art Konsolidierung dann der unterschiedlichen My-Maps der Mitglieder oder wird die Our Project Map wirklich gemeinsam dann im Workshop erarbeitet? Sowohl als auch, das kann man fast gar nicht beantworten. Also es gibt verschiedene Antworten. Eine Antwort ist mal, hier können ja Dinge drin sein, die nur für mich relevant sind. Dann wird ein Teil konsolidiert. Das wäre mal eine Antwort. Konnte ich das rüberbringen? Mhm. Verständlich? Genau. So. Dann, was sollte noch externalisiert werden, habe ich jetzt in der anderen nicht drin. Könnte man in der anderen auch haben. Also einerseits ist die Frage beim Konsolidieren, was ist nur für mich, Annette, relevant, was ist für uns alle relevant? Also der Teil, der für uns alle relevant ist, kommt weiter. Und das Zweite ist, dass hier noch Aspekte betrachtet werden, die in My Project Journey Map nicht betrachtet werden. Also was sollte noch wie externalisiert werden? Lessons learned, Schlussfolgerung. Natürlich können die auch ident sein. Also wenn man sie für sich anpasst, können das auch ident sein. Aber ansonsten würde ich mal sagen, wird konsolidiert von dem, was ich jetzt, Relativierungen abgesehen, die ich jetzt gesagt habe, wird konsolidiert. Genau. Mhm. Das heißt, deine Erfahrung ist auch, entschuldige, dass es schon lohnend ist, diese Formulare, hast du ja auch so genannt, vorab zur Verfügung zu stellen mit der Aufforderung, dass jeder für sich wirklich mal in Ruhe darüber nachdenkt, um dann schon mit Gedanken in den eigentlichen Workshop zu kommen. Ja, auf jeden Fall. Ansonsten würde ich es für Zeitverschwendung halten. Und das gilt für alles. Also das gilt, auch wenn man jetzt nicht My Project Journey mitmacht, immer da seinen Kopf durchrackert, dann findet man vielleicht die Unterlagen nicht so schnell. Sollte natürlich nicht sein, wenn Menschen, die sich mit Wissensmanagement beschäftigen, dabei sind. Aber ja, wir sind alle Menschen. Also auf jeden Fall sollte, entweder ist es das, eine Vordenkarbeit stattfinden oder eine generelle Vordenkarbeit. Ja, also man sollte wissen, was da passiert und vorbereiten, weil sonst kann es ja einfach viel zu lange dauern und wenn man dann gemeinsam dabei ist, dann verbrennt man vielleicht die Zeit von allen, was nicht sein muss. Genau. Und außerdem hilft es, glaube ich, auch noch immer mal wieder im positiven Sinne zu inkubieren, sprich da oben das Gehirn weiterarbeiten zu lassen. Mhm. Also das bemüht sich ja, uns zu servicieren und vielleicht denkt man, da war doch was. Der Ehepartner weiß nichts mehr, weil er dann irgendwann auf Durchzug geschaltet hat, weil ihm das Gejammere mit dem Projekt immer auf die Nerven ging oder man findet die Unterlagen nicht. Also von daher ist mehrstufiges Herangehen sicher gut, ja. Mhm. Und dann hatte ich noch eine zweite Frage, beziehungsweise mehr nochmal so eine Rückversicherung. Dieser Punkt mit den Ergebnissen, das sind jetzt nicht im engeren Sinne die Projektergebnisse, also quasi der Projektauftrag, den man da ja über einen definierten Output abarbeitet, mhm. sondern das ist schon Ergebnisse im Sinne von Wissen, das in irgendeiner Form entstanden ist. Ja, genau. Ich habe jetzt nochmal hier geschaut, um beide im Überblick zu haben. Ja, also hier ist es externalisiertes Wissen. Ich überlege gerade ein Projekt. Also in unserem Icon-Projekt, da habe ich ja jetzt bei Abläufen, bei den guten wie schlechten Dingen, die ich für mich gelernt habe, wo ich mich an den Kopf greifen könnte, warum hast du nicht dran gedacht? Also da habe ich ziemlich viel zum Ablauf eines Icon-Erstellens gelernt, was jetzt nicht originär dieses Icon für Wissenstransfer ist. Ne? Mhm. Und ich habe auch, haben wir Materialien, die Tabelle, die du ehrenswerterweise für die Auswahl der Zwischenergebnisse entwickelt hast. Wie haben wir ausgewählt? Woran sind wir Kompromisse eingegangen? Wo hätten wir vielleicht im Nachhinein keine eingehen sollen? Das ist jetzt Know-how. Ja, also ja, es ist nicht das, es ist nicht das Icon, wobei vielleicht ein bisschen schon. Es ist vor allem aber alles, was ich dabei
noch erworben habe, was ich vorher nicht hatte oder was ihr eingebracht habt. Es ist ja auch nochmal im Team, ne? Also ich lerne ja auch, das kommt ja auch von Teamarbeit oder von einer Spezialistin oder einem Spezialisten zu einem bestimmten Aspekten. Ja, aber man kann es auch nehmen, wie es einem wichtig ist, um zu dem Wissen zu ernten, genau. Mhm. Gibt es weitere Fragen? Ich gucke gerade noch mal ein bisschen in die Runde. Ich hätte tatsächlich noch eine. Mhm. Und zwar geht es so ein bisschen in die Richtung, die gerade auch schon angekratzt wurde. Also gibt es irgendwie eine Empfehlung dazu, welches Wissen an der Stelle tatsächlich erfasst werden sollte? Weil ich sage mal, ja, wenn man jetzt im allgemeinen Verständnis sagt, hier Wissen erfassen, dann droht es ja doch meist, ja, eine Tendenz zu werden, einfach alles niederzuschreiben, ja, was man halt so gelernt hat. Also das muss verhindert werden, weil man sonst irgendwie vielleicht die Nerven wegwirft, weil man so viel schreibt. Deswegen gilt es immer, und das ist hier dieser dritte Punkt, vorher sich genau ein Ziel für die Nutzung der Methode zu überlegen. Warum tue ich das? Und das ist dann ein Filterkriterium für das, was man niederschreibt. Bei dem Projekt, was ich eben geschildert habe, da war es bei My Project Journey Map die Selbststärkung. Sei es, dass man eine neue Arbeit suchen muss und dann das als Referenz hat, nicht nur den Namen des Projektes, sondern auch noch Skills, die man daraus erworben hat. Sei es, dass man in der Organisation bleibt und sich bewusst wird, was habe ich gelernt, dass ich das dann auch, also dass ich meine Lessons learned, die ich gelernt habe, auch anwende, ich selbst. Und bei den Teilprojekten, da war es, dass das, was wir entwickelt haben in allen Teilprojekten, da war das smarte Ziel, dass das auch ohne uns weiter benutzt wird. Das waren Methoden, Software. Teilweise muss es auch weiter gepflegt werden. Teilweise ist noch jemand da, teilweise ist niemand mehr da. Also, dass das weiterlebt, war das smarte Ziel. Und was braucht es dafür, dass das passiert? Was haben wir gelernt? Was können wir wie weitergeben, damit diejenigen dann auch in der Lage sind, zum Beispiel diese Veranstaltungsreihe durchzuführen oder diese Software zumindest zu warten? Ja, ich würde dann den nächsten Punkt noch nehmen, der unter smartes Ziel steht. Ich denke, das ist auch ein ganz wichtiger Punkt, nämlich tatsächlich Kriterien dafür zu entwickeln, was ein zu verstetigendes Wissen denn ausmacht. Mhm. Also auch wirklich den Aspekt bei dem Ausfüllen, mhm, was können wir denn tatsächlich für die Zukunft nutzen? Mhm. Und da hat ja jeder eine ganz andere Idee davon. Also genau, da ist die Diskussion am Ende auch sehr spannend zu sehen. Ja, das brauchen wir aber, weil das und das. Das heißt, da entsteht, glaube ich, im Abschluss auch, wenn man das zusammenführt, die Diskussion, die man braucht, um auch zu einem Gesamtverständnis nochmal zu kommen. Ja. Denn jeder hat ja normalerweise seinen eigenen Teil, also gerade in so größeren Projekten, mhm, wo es mehrere Teilprojekte gibt, hat man in der Regel ja eine Menge damit zu tun, den eigenen Überblick über sein eigenes Projekt zu bekommen und vielleicht links und rechts noch ein bisschen, aber das Gesamte nicht. Und jeder hat seine eigene Idee, was dann davon unbedingt noch weiter für alle anderen relevant ist. Mhm. Und diese Essenz, das nach oben zu bringen und dass es gewissermaßen zum Schluss auf ein Blatt passt, das ist der eigentliche Prozess in so einem Abschluss. Mhm. Ja, also es ist nahezu ein wunderbares Schlusswort, wobei wir jetzt noch nicht Schluss machen müssen. Es zeigt ja auch viel, was ist uns unser Wissen wert? Welches Wissen ist im Moment aus welchen Gründen mehr wert für uns? Mhm. Welches Wissen könnte, soweit wir in heutigen Zeiten die Zukunft vorausahnen können, wann anders wert sein? Was ist leicht machbar und wir machen es deswegen? Was sollten wir unbedingt tun, weil da gibt es schon 10 Jahre immer Konflikte. Jetzt haben wir die Chance in der Hand, die mal ein bisschen zu lindern. Also ja, Elke, ich kann ja dann zustimmen. Also da passiert ganz viel weitere Wertsteigerung von dem Wissen, weil erstmal weißt du es jetzt
Und dann verständigst du dich über den Wert und da kommt was höher, was nieder, was später, was jetzt. Und dir werden die Werte bewusst und man hat auch und das ist auch ein förderlicher Moment für Wissensmanagement insgesamt. War da auch ein Fragezeichen? Ich war so begeistert, sorry, wenn ich jetzt das Fragezeichen nicht beantwortet habe. Nun, du hattest ja schon angedeutet, ne? The rose, the thorn, the bud. Genau. Ich würde aber gerne noch eine Reflexionsrunde dran machen und würde einfach jetzt statt des Murals auf die nächste Seite gehen, wo ich das Mural ankündigen wollte. Also die Frage ist jetzt, wie könnte Journey Mapping helfen, Wissen zu gewinnen, Wissen zu nutzen, Wissen besser zu nutzen für Projekte oder andere Anwendungsgebiete. Ich hatte ja das Onboarding vorhin erwähnt. Also das Sichtbarmachen von Wissen, auch Sichtbarmachen von Wissen im Überblick und mit verschiedenen Aspekten und Kategorien. Was könnte da nützlich sein? Welche Risiken gibt es? Und welche weiteren Ideen gibt es? Und ich werde da jetzt nicht ins Mural aufbrechen, sondern einfach so euch bitten, was zu ergänzen. Ich traue mich. Also was ich total faszinierend finde, ist überhaupt diese Methode und diese Customer Journey Map oder Layer ganz am Anfang. Die haben mich total fasziniert. Das muss ich mir en Detail nochmal anschauen. Hier, mein Hintergrund ist, und deswegen spreche ich da vielleicht auch besonders an. Ich habe mal zu Beginn Geografie studiert, bin dann in die Geologie gewandert. Das heißt, im Grunde mein Leben nach der Schule hatte immer irgendwas mit Karten zu tun. So, und deshalb spreche ich auf solche Dinge einfach besonders an. Und das dafür zu nutzen, das ist nochmal eine besondere Herausforderung, das für die eigenen Projekte vielleicht auch für die Zukunft zu nutzen und da zu schauen, welche Optionen es gibt. Denn ich finde das eine wunderbare Sache, um mit anderen tatsächlich in ein Gespräch zu kommen und eine gemeinsame Verständigung zu finden zu bestimmten Aspekten, die sich im Laufe ergeben. Und wenn irgend möglich, schaue ich immer, dass ich Dinge visualisiere und auf diese Weise so eine entsprechende Basis finde. Die Risiken, die ich sehe, ist eine zu große Detailverliebtheit. Also ich glaube, man kann sich da extrem schnell massiv verlieren und alles sprengen. Und die Ideen, die ich weiter bekomme, da muss ich mal überlegen, wo ich das hinpacke. Aber ich werde da eine Lösung finden. Da muss ich mich jetzt näher mit beschäftigen. Das ist toll. Vielen, vielen Dank. Ja, freut mich. Also das Verlieren ist sicher ein Punkt. Dann vielleicht weniger Zeilen. Erstmal mit einer kleineren Variante für ein kleineres Projekt mit kleinerem smarten Ziel. Ja, so ein Weg. Genau, vielleicht. Ja, und meine jetzt, irgendwo hätte ich es vielleicht unbewusst gewusst, aber das war jetzt noch ein Trigger. Meine Eltern sind Geologen und vielleicht ist das. Wobei, sorry, ich habe es nicht so mit der Geologie, weil das immer beim Abendessen, die haben an unterschiedlichen Organisationen gearbeitet, da ging es immer um Geologie, also das war mir zu viel. Aber die Karten, die waren natürlich schön. Vielleicht hat es da irgendwo was bei mir bewirkt, dass ich die Wissenslandkarten mag. Also tatsächlich so das Nützliche, und ich werde das auch nächste Woche direkt verwenden. Ich habe eine Lehrveranstaltung an der DHBW und die Studierenden haben sich unter anderem das Thema Lessons Learned gewünscht. Und da werde ich das auch mal als Möglichkeit mit reinbringen, jetzt so ganz frisch gelernt. Weil was ich immer nützlich finde, sind solche, Formulare letztendlich. Ne? Also dieses einfache Formblatt, was man an die Hand gibt, was über ein paar Punkte und Leitfragen einfach die eigene Reflexion in eine gute Richtung steuert. Ich glaube, das ist immer super hilfreich. Bei den Risiken, na, ist nicht wirklich ein Risiko, aber ich glaube, der Punkt von Johannes, ne, so dieses, man macht den Workshop, man tauscht sich aus, man diskutiert, man reflektiert gemeinsam, aber dieses, es landet dann auch in einem nächsten Projekt. Ne, der Schritt ist ja immer noch da, wobei das ja auch nicht unbedingt immer das Ziel ist. Ne? Also gerade dein Beispiel, Annette, wo es der Projektleiterin auch darum ging, hier einfach diejenigen zu stärken, die also absehbar, wie das ja in Förderprojekten oft so ist, ne, nach Projektabschluss eben nicht mehr beschäftigt werden, denen nochmal an die Hand zu geben, guck mal,
ne, so ist dein Wissenskapital gewachsen. Damit kannst du jetzt im Prinzip als Wissensarbeiter, Wissensarbeiterin auch für dich werben. Also ich fand das nochmal einen sehr wertvollen Hinweis von dir, dieses Ziel so bewusst zu formulieren, dass man dann auch bewusster sagen kann, wenn unser Ziel wirklich ist, dass andere Projekte von uns lernen, ne, dann muss man vielleicht auch bei dem Thema der Externalisierung ja mit anderen Mitteln arbeiten, als jetzt nur in Anführungszeichen ein Dokument zu erstellen, was man irgendwo ablegt. Und bei den Ideen, ne, bei der Customer Journey war ja im Prinzip durch das Mappen der Daten zu diesen Phasen, ne, hatte ich mir überlegt, das könnte ja je nach Projekt auch ganz interessant sein, dass man sagt, gab es Projektphasen, wo ein besonders großer Wissenszuwachs da war? Hier irgendwie nur was. Ne? Also, dass man wirklich so ein bisschen hier nochmal so Datenaufbereitung betreibt. Ja. Genau, und dann könnte man nämlich auch nochmal schauen, das würde ich gerne noch ergänzen, wenn man mehrere Erfahrungsschleifen durch hat, also mehrere Our Project Journey Maps gemacht hat, gibt es da immer wieder, würde ich das aufgreifen, Gabriele, gibt es immer wieder an einer ähnlichen Projektstelle, sei es inhaltlich, sei es arbeitsaufgabenmäßig, Wissensspitzen. Vielleicht beschäftigt man sich dann beim fünften Projekt mal nur noch mit dieser Etappe, weil das eh genug, was Elke jetzt gesagt hatte, ist eh genug, also mit, dass es nicht zu viel wird. Und man nimmt diese Etappe, weil da gab es jetzt immer und immer wieder Wissensexplosion im positiven Sinne, genau, ja. Also da geht so viel, Ist das nicht schön, also Erkenntnis flexibel zu gewinnen? Und ich würde aber gerne nochmal auf Johannes zu sprechen kommen. Wenn man am Ende des Tages sagt, es ist eine Aufgabe, das weiterzugeben. Also wenn man Kriterien schafft und wenn man wirklich sagt, und das wird, wir schauen, dass das in Handeln überführt wird, dann reduziert man das auf das, was kostspielig, Probleme oder Sonstiges löst. Also reduziert es auf wenige Lessons learned, was nicht bedeutet, dass man die anderen wegschmeißt. Aber man sucht vielleicht dann von 5 gewonnenen Lessons learned die eine, wo man bis zum Schluss dranbleiben kann, dass es im Handeln überführt wird. Das ist vielleicht auch eine Lösung. Zusätzlich zu dem Dokument, Johannes, was ich dem Dirk und der Gabriele gebe, weil da nochmal Impulse in Bezug auf Lessons Learned drin sind. Ja. Und immer minimal effektive Dosis. Das ist wie wenn ich ein bisschen bedenken, das ist wie wenn ich ein bisschen Kopfschmerzen habe. Also ich habe zum Glück keine, aber dann nehme ich nicht 5 Tabletten, sondern eine. Schon ernten, so viel wie man kann. Auch da nicht zu viel übers Ziel hinausschießen und dann schauen, und was davon. Weil das motiviert uns alle, das nächste Mal wieder die Project Journey Map zu nehmen. Das ist auch mein Schlusswort, aber ich bin trotzdem noch offen für Fragen. Ich hätte tatsächlich noch eine. Ja. Und zwar haben wir uns jetzt quasi gerade als Abteilung neu gegründet, beziehungsweise rausgegründet aus einem anderen Team. Und ich versuche jetzt momentan so ein bisschen uns so einen kleinen Pool an Methoden und Tools zu schaffen, die man quasi den einzelnen Abteilungen eben auch an die Hand geben könnte. Und ich überlege jetzt gerade die ganze Zeit, wie moderiert das Ganze stattfinden muss, in welchem Maße quasi, oder ob es vielleicht sogar auch eine Möglichkeit gibt, damit Leitfragen oder so zu unterstützen und den Bereichen das quasi einfach so als Handout oder so an die Hand zu geben. Ja. Ja, also die Antwort ist ja. Ja, auf jeden Fall. Genau, also Leitfragen, Checklisten, wie die Gabriele eben erwähnt hat, vielleicht auch ein kurzes Einführungsvideo. Die Geschmäcker sind verschieden, wie lange will man sich damit beschäftigen, ist verschieden. Oder mal in einer Arbeitsbesprechung, wo noch 10 Minuten möglich sind und eine Viertelstunde drüber reden. Ja, also so alle flankierenden Hilfen zur Selbsthilfe sind eine gute Sache, denke ich, ja, genau. Es gab auch ein Handout für beide Maps, wo nochmal zusätzlich zu der Auftaktveranstaltung nochmal alles zusammengefasst war. Auch solche Fragen drin waren, wie eben den Partnerin die Partner fragen oder in die Räume gehen. Also auch ein bisschen vielleicht ähnlich wie du, aber gar nicht mal mit Leitfragen. Leitfragen finde ich eine super Idee, weil die es nochmal konkret machen und weil du dann vielleicht auch erkennst, wenn du die Leitfragen machst, 5 reichen.
Oder man erkennt, es müssen 7 sein. Da ist nochmal eine Modifikation genau auf euer Ziel und eure Zielgruppe hin. Genau. Ich hatte auch einen Link zu einem Metaphern-Set, den dann noch mitgegeben, wo man so seinem impliziten Wissen versuchen kann, nahe zu kommen. Also, dass man sich irgendwie eine Karte zieht und woran erinnert mich die Leiter da oder so. Das hatten wir auch in dem Workshop gemacht. Das ging schwer ans Herz, weil ich hatte gesagt, eine Zahl zwischen von bis, das waren so viele Karten da drin. Und das hat so unmittelbar gewirkt. Also da kam so, also es kamen vollkommen absonderliche Fotos, also wo man denkt, die hatten nichts mit Projekt und auch nichts mit dem Inhalt zu tun. Hat aber so gut gewirkt, dass da ganz, ganz spannende Erinnerungen an die Arbeit und an das Wissen kamen. Ich gucke gerade noch. Ansonsten bekommt natürlich Dirk die berühmte letzte Dirksche Frage. Ich bin schon beim Überlegen, ob ich erst noch ein Feedback gebe oder die Frage stelle. Weil ich selber kannte das Thema von der Annette noch nicht so richtig und habe jetzt in Ruhe das angehört. Und wovon ich ja immer begeistert war, war von dem Herangehen der Ereigniskurve, wie die Christine Erlach macht. Und ich weiß nicht genau, ob das mental an einem Informatiker oder sowas liegt. Ich finde das Herangehen über diese Ereigniskurve effektiver. Wenn ich mir jetzt sage, hier würde jeder seine eigene Project Journey aufschreiben und die ist jetzt so gemacht, dass man all seine Projektschritte und Meilensteine reinschreibt und seine Erfahrungen dazu. Das heißt, das wird bei allen eine relativ große Menge. Wenn ich rangehe über die Ereigniskurve und das Projekt Revue passieren lasse und habe jetzt nur meine Hoch- und Tiefs und die anderen auch, dann kann ich den Fokus genau auf diese Hoch- und Tiefs richten und spare mir nach meinem Bauchgefühl jetzt, deine habe ich ja noch nicht gemacht, spare mir da natürlich eine ganze Menge Overhead. Gefühlsmäßig würde ich jetzt sagen, bei dem Ereigniskurve herangehen, würde mir wahrscheinlich ein bisschen eher liegen. Und dazu kommt, passt natürlich auch gleich meine allerletzte Frage. So klappt die Verbindung eigentlich ganz gut. Wenn du das jetzt anschaust, du hast es ja gemacht, wo würdest du die Schwächen und die kritischen Punkte hier so deiner Project Journey Map sehen? Gute Frage. Also einiges haben wir schon erwähnt. Wenn man zu viel will, kann es gefährlich werden, dass man dranbleibt und dass man dann das Passende herausfiltert. Das ist mal eines. Ich würde es eben nur in einer möglichen Kultur machen, deswegen sehe ich da nichts. Die Beschränkung sehe ich als eine Schwäche. Ich sehe es als Risiko. Und in Bezug auf Schwäche könnte man halt überlegen, ob man zusätzlich zum smarten Ziel hieran an den Betrachtungs- und an den Reflexionspunkten was ändert. Genau, das war's. Gut, danke dir. Ich habe keine Frage mehr, vielleicht nur ganz kurz, da war ich nicht schnell genug. Nur für diejenigen, die es nicht kennen, die Ereigniskurve, die Dirk erwähnt hatte, oder auch Fieberkurve, das ist einfach eine Methode, wo man über den Projektverlauf die Projektmitglieder auffordert, wie im Sinne einer Fieberkurve quasi zu visualisieren, wo ging es mir gut und wo ging es mir nicht gut im Projekt. Und dadurch, daran entlang kann man dann in einem späteren Workshop natürlich adressieren und versuchen, eben quasi so diese Lessons zu identifizieren. Warum ging es dir da nicht gut? Oder da gab es eine Phase, da ging es allen im Projekt ganz schlecht. Was war denn da eigentlich? Ne, das ist diese Ereigniskurve, die Dirk gerade, genau, Annette hat es gerade mal hingemalt, wie das dann aussieht. Also das ist auch eine gute Vorbereitung auf solche Workshops, um eben die Projektmitglieder zum Reflektieren auch zu bringen. Ja, genau. Ich habe jetzt mal den Link von diesem Storytelling-Vortrag reingesetzt. Gefühltmäßig wird das, glaube ich, da drin erklärt. Ich bin mir nicht hundertprozentig sicher. Ich war mir auch nicht sicher. Ich hatte auch parallel ein bisschen in unserem Kursbuch geguckt, aber wir haben die Fieberkurve so explizit tatsächlich nirgends erwähnt. Also wenn, ist es wahrscheinlich tatsächlich in dem Video von der Christine Erlach mit drin. Ja. Und ihr könntet auch in dem Lexikon-Eintrag von der Project Journey Map
auf den einen Link, der euch hier hinführt, klicken. Da seht ihr das auch. Zum Beispiel also Highlight, sowas Highlight war, dass der Schuh, also dass die Schuhe versandt wurden. Leider ging es danach bergab. Sehr schön. Nein, aber ansonsten habe ich keine Fragen mehr. Gut. Ja, dann wünsche ich euch alles Gute und ich danke für euer Interesse und für eure Inspirationen, die geflossen sind. Und ja, wie immer, das scheint meine Lebenslektion zu sein, auch wenn ich sie schwer lerne, weniger ist mehr, damit dann auch das Ganze sich lohnt. Vielen Dank, Annette. Es war wie immer eine reiche Wissensernte. Danke. Und hat total Spaß gemacht. Ich bedanke mich auch bei allen, die da waren und natürlich ganz besonders bei dir, Annette. Dankeschön.